Frau Brems. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen, dass Kinder und Jugendliche ihre eigene Zukunft gestalten können. Und dafür müssen ihnen die entsprechenden Kompetenzen an die Hand gegeben werden. Neben Wissen vermitteln, dieses Wissen auf die Wirklichkeit anzuwenden, ist es wichtig, dass sich Kinder kritisch mit der Welt auseinandersetzen und lernen, die Welt zu hinterfragen, Probleme zu benennen und eigene Standpunkte zu entwickeln. Und deshalb ist ein Bildungssystem wichtig, das Kindern und Jugendlichen genau das ermöglicht. Soweit die Theorie. Und die Praxis ist aber dann in den Schulen geprägt von ganz anderen Herausforderungen und Anforderungen an Schule. Unser Schulsystem hängt leider vielerorts immer noch an einem alten, heilen Familienbild fest. In diesem heilen Familienbild kommen morgens alle Kinder mit vollem Magen und gut versorgt in die Schule. Mittags wartet ein Elternteil, meist die Mama, mit einem warmen Essen und begleitet sie bei den Hausarbeiten. Aber dieses Bild hat sich eben heutzutage verändert. Und Frau Müller-Rech, weil Sie eben gesagt haben, was damals uns groß gemacht hat mit der Mehrgliedrigkeit, ist doch alles gut. Ich sage Ihnen ganz klar, was damals gewirkt hat, das kann man Jahrzehnte später schon mal hinterfragen. Und damals dachte man nämlich auch, dass Atomkraft das unser Energieproblem lösen würde. Und ja, ich weiß, dass manche das hier im Raum immer noch meinen, dass Atomkraft unser Energieproblem löst, aber das zeigt eben auch, wo man hängen geblieben ist. Und der seit Jahrzehnten vollzogene gesellschaftliche Wandel mit zwei berufstätigen Elternteilen, von Arbeit und Sorgen beschäftigte, manchmal auch überforderte Eltern, Sprachbarrieren, Traumata durch Flucht oder, das alles passt eben nicht mehr zu einem tradierten Schulsystem. Und hinzu kommen dann volle Lehrpläne, leere Stundentafeln, weil Lehrkräfte fehlen und verschlafene Digitalisierung von Schulen, Lehrplänen und Unterricht. Und dann zu diesen ganzen Herausforderungen kam vor einigen Jahren die Corona-Pandemie noch obendrauf und offenbarte die Probleme und Versäumnisse noch mal mehr. Die Anforderungen, die heute an Schule gestellt werden, können von Lehrerinnen und Lehrern kaum erfüllt werden, wenn im Lehrplan und im System alles so bleibt, wie es früher war. Und deswegen habe ich auch höchsten Respekt vor den Lehrerinnen und Lehrern, die jeden Tag für ihre Schülerinnen einstehen, ihnen Wissen näher bringen, ihre Probleme ernst nehmen und sie für ihre Zukunft möglichst gut wappnen wollen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diejenigen, die Tag ein und Tag aus für gute Zukunft unserer Kinder sorgen, ihnen danken und ihnen beispielsweise mit guten Tarifabschlüssen und gleichwertiger Bezahlung Wertschätzung entgegenbringen. Ich habe die Herausforderung geschrieben, einige der Vorredner haben das ja ebenfalls getan, und dann klingt natürlich die Forderung der Opposition nach mehr Lehrerinnen, mehr Geld jetzt erstmal verlockend. Aber Sondervermögen und Investitionspakete sind dann ja gern genommene Zauberwörter, aber das Verfassungsgericht hat ja bereits deutlich gemacht, so einfach ist das alles nicht. Und der neue SPD-Vorschlag der kurzfristigen Finanzierung über die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse hilft auch nicht bei dieser großen Daueraufgabe, die vor uns liegt. Und ich sage Ihnen ganz klar, Herr Ott, die pinke Brille aufzusetzen, das reicht halt nicht. Man muss schon schwarze Zahlen schreiben, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Ja, dass Deutschland insgesamt in den drei Kompetenzbereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen deutlich schlechter abschneidet als zuvor. Das ist alles andere als gut, und der Abwärtstrend ist besorgniserregend. Bildung hängt in Deutschland immer noch zu stark vom Geldbeutel der Eltern und ihrer Postleitzahl ab. Und das ist übrigens leider in ganz Deutschland so. Denn wenn man den Vorrednern von SPD und FDP so zuhört, möchte man ja meinen, NRW sei ein ganz besonders schlimmer Ort für SchülerInnen in Deutschland. Aber zur Klarstellung, die PISA-Ergebnisse sind nicht bundesländerspezifisch. Und die heute geäußerte Besorgnis sollte für ganz Deutschland gelten, egal welche Farbe eine Landesregierung oder eine Bildungsministerin hat. Und um darüber zu sprechen, welche Konsequenzen aus der PISA-Studie zu ziehen sind, muss man sich die Studie und was und wie getestet wird schon genau anschauen. Getestet werden Kompetenzen
und nicht wissen. Getestet wird hauptsächlich mit Multiple Choice. Und PISA testet viele Dinge nicht, zum Beispiel die politische Bildung, sprachliches Ausdrucksvermögen, Geografie, Geschichte, Digitalisierung oder eine Kreativität eines Kindes. Und die PISA-Studie gibt also kein ganzheitliches Bild, wie ich es am Anfang beschrieben habe und wie es uns in Deutschland im Allgemeinen wichtig ist, ganz im Gegensatz zu manchen OECD-Ländern an der Spitze des PISA-Rankings. Das sollten wir trotz notwendiger Alarmierung auch dann ob der Ergebnisse beachten. Und um dann auch damit aufzuräumen, Schuld an den PISA-Ergebnissen ist nicht die starke Zuwanderung. PISA zeigt eindeutig, dass andere Einwanderungsländer besser abschneiden. Es ist also wirklich schäbig, wenn Kinder mit Migrationsgeschichte als Sündenböcke herhalten müssen. Ich bin da vollkommen beim Ministerpräsidenten. Es sind alles unsere Kinder und diesem Hass geben wir hier keine Chance. Was also tun angesichts der großen Herausforderungen? Bisher hat es leider noch keine politische Farbkonstellation in keinem Bundesland geschafft, die Systemfrage zu stellen bzw. anzugehen. Wir wären gut beraten, wenn wir uns im internationalen Vergleich an Ländern orientieren, die ihren PISA-Schock überwunden haben. Und das erfordert viel Mut von allen Seiten. Und es wird Jahre bis Jahrzehnte dauern. Die Herausforderungen, die sind groß. Das haben wir heute gehört. Und es ist einfach, mit dem Finger auf eine aktuelle Regierung oder eine aktuelle Bildungsministerin zu zeigen. Und dabei aber auszublenden, wer davor noch alles verantwortlich für so manche Entwicklung war, das finde ich nicht redlich. Und dieser PISA-Schock, der darf weder zu einer Schockstarre noch hektischer Betriebsamkeit führen. Wir brauchen wirklich nachhaltige Lösungen über Legislaturperioden hinweg für die Zukunft und die Chancen aller Kinder in diesem Land.